Prinz William möchte nach dem Tod der Queen für seine Kinder alles so normal wie möglich halten. Das berichtet Daily Mail. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben innerhalb von nur 6 Tagen einige Veränderungen erfahren. Bedingt durch den bevorstehenden Umzug stand ein Schulwechsel bevor. Wenige Tage später verloren sie ihre Urgroßmutter. Für William und Kate ist es wichtig, ihren Kindern inmitten der großen Veränderungen ein Gefühl der Kontinuität zu bewahren. Elaine G., eine Lehrerin aus Wokingham, sprach mit dem Paar über die Veränderungen und wie sie sich auf die Kinder auswirken könnten. Gegenüber dem People Magazine erzählte sie, dass es ein seltsames Jahr war, in dem wir das Jubiläum gefeiert haben, und jetzt hat sich alles geändert und wir sprechen darüber. William sprach über George, Charlotte und Louis und sagte, dass sie versuchten, für sie ein gewisses Maß an Kontinuität in der Schule zu wahren und die Dinge so normal wie möglich zu halten, erzählte Elaine G. Elaine zeigte sich beeindruckt, wie sich die Familie in dieser sehr schwierigen Zeit der Trauer verhalten hat. Die britischen Medien berichten, dass die Familie voraussichtlich nach Schloss Windsor ziehen wird, den Umzug aber verschieben möchte, um das Leben ihrer Kinder nicht noch mehr durcheinander zu bringen. Wie der Telegraph berichtet, wollen Kate und William ihren Kindern Zeit geben, sich in der Schule einzuleben, bevor sie wieder umziehen.